Einmal Lunch anfallen, fress ihm die Wolle vom Kopf. Der hat zu viel. Gast. Hast du gefunden, oder woher kommt der Windhauch? Komm, Lunch. Lass die Vögelchen in Ruhe. Greif das Ziel vor Augen an! Es steht 5 Meter vor mir. Wie kannst du daneben zielen? Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Pokémon Infinite Fusion 93 Turbo. Also, ich habe mich jetzt schlau gemacht und es hätte mir eigentlich klar sein müssen. Also, es ist folgendermaßen, das ist passiert. Ich habe nachgeschaut, wie man jetzt nach Take City kommt und anscheinend ist es so gehandhabt, dass man die Arenen in der anderen Reihenfolge durchmacht. Also Take City wird anscheinend eine der letzten, wenn nicht sogar die letzte Stadt sein, die wir bereisen. Und wir müssen jetzt wirklich, was ich ja vorhatte, erst über nach Azalea City, nach Viola City, Neubrock jetzt gehen und dann nach Ebenholz City. Und hier ist ja das Problem, dass der Usine hat den Fleckmann-Brunnen überfluten lassen, ja? Wir können nicht weiter, aber wenn wir ihn bekämpft haben, müssen wir uns bei Kurt, dem Pokémon-Ballmacher, wieder zurückmelden. Und der hilft uns, indem er uns nämlich die VM Taucher gibt. The Slowpoke swell suddenly started overflowing and it flooded the entire town. I wonder what caused it to happen. This is very unusual. Ich weiß es. What's that you say? You seen it intentionally flooded it? That's horrible. I see. The shelter must be blocking a natural water drain in the cave system. Then it's our duty to go help this poor shelter. Well then, if you're diving into the well, you should probably teach this to one of your Pokémon. Und ich habe sogar ein passendes Pokémon, nämlich Cthulhu. Aha! The shelter must be blocking a natural water drain in the cave system causing water damage to rise as well. You should go dive into the well and see if you can unclog it. Nix leichter als das. Da hole ich den großen Pömpel draus, oh ja. Wo haben wir es? Dive! An sich ist es sogar ganz gut, dann kann ich dann. Ich würde ihm dann doch. Dann hätte es ja doch 2 Wasserattacken, aber eine andere offensive Attacke. Diving on the first turn, the user rises and hits to the next turn, can be used to dive in the ocean. Und es passt sogar zu Cthulhu, denn er taucht und taucht wieder auf. Taucht ab, taucht auf, jawohl. One dive, wunderbar. So. Dann gehen wir also diesmal in den Fleckmann-Brunnen, aber nicht, wenn er trocken gelegt ist, sondern wenn er überflutet ist. Water's flowing out of the well, still dive into the well, yes! Blablabla. Ach, ist ja jetzt irgendwie ein Raum, wo ich atmen kann? It looks heavy, but the Pokémon may be able to push it aside. Moment. Das ist doch kein Boulder, das ist ein kleines Lamus. Nicht gemein werden, ja? Ah, verstehe, da sind die Mushas. A shadow stuck in the hole, blocking the water from flowing out of the well. Was tun? Bekämpfen kann ich die nicht. Dann vielleicht einmal hier außen rum? Moment. Achso, da kann ich nicht weiter, Was tun? Shader stuck in the hall. Was soll ich tun? Moment, probiere ich mal was. Moment. Oh mein Gott. Wenn das die Lösung ist, dann bin ich stolz. Denn wir haben 4 Mushas. Wir haben 4 Fleckmon. Was habe ich erzählt? Was passiert mit Fleckmon, wenn ein Mushas in ihnen den Schwanz beißt? Die werden zu Lamus. Und wahrscheinlich müssen wir die jetzt hier reinschubsen, damit die Fleckmon sich weiterentwickeln und die Mushas rauskommen. Richtig? Oh, ich bin schlau! Und deshalb ist da ein Loch, damit nämlich dann die Lamus rausschwimmen können. Oh, das ist schlau. Also schlau von mir, aber auch schlau vom Spiel gemacht, dass diese Mechanik dabei ist, ja? Wie die sich entwickeln. Also
normal ist es ja der Fall, dass man einen Wasserstein auf einen Lamus anwendet, ja? Hier ist es halt der Fall, aber im Anime ist es möglich, dass ein... Oder ich glaube, das ist nur so möglich, dass ein Lamus nur entsteht, wenn ein Mushas einem Fleckmann in den Schwanz beißt. Okay, wie machen wir das? Da muss ich jetzt erstmal diesen Felsen wegschieben, damit ich dieses linke Lamus da ins Loch schieben kann. Hüpp. Also, sobald ich es an der Wand habe, kriege ich es nicht mehr weg. So, ich glaube, den Stein tue ich mal hier in die Mitte schieben, weil diese Leiter kann ich ja sowieso nicht nehmen. Gut, dann ist der Weg frei. Moment, wie kriege ich das jetzt hin? Ah! Nee. Ah, doch. Dich erstmal hoch. Jetzt. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Moment. Das kann ich noch retten. Das kann ich noch retten. Das kann ich noch retten. Hier nehme ich nämlich diesen Felsen. Weg. Ich glaube, ich habe doch einen Fehler gemacht, weil... Ach, verdammte Kiste, weil ich muss erst diese Felsen wegbewegen, damit ich da von oben von der anderen Seite das Fleckmann bewegen kann. Löst das halt. Sind jetzt alle Fleckmann weg? Nein, das eine bleibt, das ist gut. So. Okay, also ich kümmere mich erstmal um dieses Fleckmann. Wie kriege ich dich dann? Ich muss hier den Weg freilassen. Also passt das eigentlich mit dem Felsen? Strength, jawohl, mach das. Und schon habe ich einen Fehler gemacht, weil so komme ich nicht mehr an den oberen Felsen dran. Das wäre praktisch, wenn es hier so eine Reset-Funktion gäbe. Man drückt auf Entscheidung und dann sind alle Felsen wieder da, wo sie am Anfang waren. Pah. Okay. Also erstmal diese Felsen. Weg mit der. Und weg mit der. Einmal oben gehoben. Wird man dich loben? Gut, gut, gut. Okay, das passt. Jetzt schiebe ich diesen Felsen weg. Dass der einfach nicht mehr im Weg ist. Dann passt es. Ja. Weil nun kann ich... Oder schiebe ich jetzt die anderen weg? Okay, ich guck mal, wo muss ich jetzt diesen Felsen hin? Wo muss ich den hinschieben, damit er mir nicht stört? Ja, ich schiebe ganz nach rechts. Jetzt erstmal geschoben. Jawohl, hier ist nämlich jetzt noch Platz. Und weg mit dir. Wunderbar. Weil dann kann ich nämlich hier bam. Und bam, dann kann ich den Stein zur Seite machen. Dann habe ich den Weg frei, um an alle Fleckmann dran zu kommen. Sehr schön. So, schön in der Ecke. Ordnung, das muss sein. Ja, dann kann ich dich nämlich so schieben. Und so. Und so. Und dann hier schön ins Loch hinein. Zu deinem neuen Seelengenossen. Moment, hoffentlich mache ich jetzt keinen Fehler. Jo. Runter und ab ins Loch. Na, na, na. So wird's gemacht. Hallo? Schieb an. Schieb. Da, 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 da. Das Hundeentwicklung. Du bist frei, Lamus. But take it slow, Bro. So. Und die anderen kann ich auf die ganz selbe Weise hochschieben. Hep. Hep. Solche Rätsel mag ich, wo dann halt nicht nur hier Köpfchen gefragt ist, sondern es auch die Thematik Pokémon ist halt dann dabei. Ein mit dir. Eigentlich wäre der Weg schon frei, aber gut, wir können nur Quadrate haben, nicht irgendwie Triforce-mäßige Formen, daher vier Stück muss es sein. So, vorsichtig, nicht nach unten schieben, und dann kannst du alles wie jeder machen. Kannst du es wieder von vorne machen. Hip. Und hip. Aber zumindest habe ich schnell die Lösung gefunden, wie es hier jetzt dann auch weitergeht. Und hip, und hip, und hip. Komm, ein bisschen schneller. Wie viel wiegt denn eigentlich ein Fleckmann? Könnte ich vielleicht im Pokédex nachlesen. Und das letzte Lamus ist entstanden und dann... The water appears to be training.
The well has returned to normal. Wo sind das? Woher kommt auf einmal das Item? Das ist so passend, dass man jetzt hier einen Wasserstein findet. Hm? Und was finde ich? Ein Fleckmann oder ein Subat? Es ist ein Fleckmann! Weißt du was? Dich fange ich. Dich fange ich. Ich probiere es zumindest. Machen wir mal Eiszahn. Das dürfte nicht sehr effektiv sein. Sehr schön. Sein Headbutt. Das ist ein Effekt, weil ich ein Unlichttyp bin. Ich bin ein ganz harter Kanufe. Nicht sehr effektiv, aber eingefroren. Slack auf Tage, die auch nö. Stehe ich meine Tage. Ich werde dir meine Zeit freiwillig geben, wenn du mit mir kommst. Nicht sehr effektiv. Noch einmal Eiszahn. Knaschbar. So, okay. Und ich könnte ihn im Grunde jetzt mit dem Wasserstein sofort zu einem Nermus weiterentwickeln, wenn ich das wünschen sollte. Mach, nehmen wir einen Superball. Denn du bist super, Dude. Hm. Ding, ding, ding. Ich glaube, ich gebe ihm einen Spitznamen. Da fällt mir gerade was Passendes ein. Slowpoke, okay, was nehmen wir? Dich oder... Oh, sogar die Gala-Version. Nehmen wir den Sprite. The Doopy Pokémon. Weight 36 Kilo. Okay, das ist schon massig. It catches prey by dipping its tail in water at the side of a river. But it often forgets what it is doing and spends entire days just loafing at water's edge. Also es hat, kann sehr schnell vergessen, was es tut, und obwohl es eigentlich Pokémon angeln will, vergisst es, was es überhaupt da macht. Would you like to give a nickname? Yes. Und ich habe ja in der letzten Ausgabe davon geredet, ja, dass manche, wenn man genug Masse hat, dann kann man sich einfach sacken lassen. Und man ist ein eigener Beanbag. Ich nenne dich Beanbag. Beanbag. Yes. Beanbag was einfach to someone's PC. Das ist noch eine schöne Belohnung. Ein Wasserstein und ein Fleckmann. You did it, Jovo. You trained the well and now the town has returned to normal. Das ging aber richtig schnell. Wir haben das Wasser schon weggekriegt. Wir haben sehr durstige Leute. Thank you so much for helping our town. It isn't much, but I want you to have these for helping us out. Candy Balls? Was machen die denn bitte? Those are special Pokeballs that I crafted myself. They make a Pokémon gain a few levels when it's captured with it. Ach, wie Sonderbonbonbälle. You also may not know it, but I happen to be this town's gym leader. Was? I would be honored if you paid me a visit at the gym. I hope I see you there. Ach, in der Version ist Kurt der Arenaleiter und nicht der Kai. Oh mein Gott, mir ist gerade was klar geworden. Ich habe gerade nicht gesehen, was ich aufgehoben habe. Mir ist gerade klar geworden, der Kurt und der Kai haben eine ähnliche Frisur. Also wahrscheinlich ist der Kai der Enkel von Kurt und hat dann halt in seinem Namen dann die Arena übernommen. Könnte das sein? Weil ich meine, das ist nicht weit hergeholt. Es gab auch andere Fälle, wo jetzt dann der Großvater oder halt der Enkel von der gleichen Familie dann eine Arena übernommen hat. Weil zum Beispiel auch in der fünften Generation gibt es die Drachenarena. Und da haben wir den Drake. Drake heißt er, glaube ich. Und die Iris. Und die Iris ist, glaube ich, die... Ist das die Enkelin? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich weiß, dass jetzt in der neuen Generation, in dem neuen DLC, habe ich auch im letzten Teil davon erzählt, lernen wir einen Jungen kennen, der auch Drachenbomben einsetzt und das spielt in der einer Region. Und Fans meinen, das müsste der Enkel sein. Und das ist, glaube ich, sogar schon bestätigt. Also, es würde Sinn machen. Es würde wirklich Sinn machen. Okay. Bin ich bereit für die Arena? Ich habe ein paar stärkere Pokémon, Cthulhu ist jetzt bescheid, aber gut, ich sollte es hinkriegen, alles klar. Bin gespannt, ob der Herr Käferpokémon hat oder... Gut, er kann es mir verraten. Champion Turbo! In addition to be a specialist of Pokémon Technology, Kurt is also an expert on Bug-Pokémon. Okay, Käferpokémon, das bleibt. Don't be fooled by it, he's incredibly powerful. This should help you. Gib mir das Wasser. Ich brauche H2O. Wobei, das ist ja reines Wasser. Trinkwasser ist wahrscheinlich nicht H2, oder? Mir fehlt wirklich, dass der irgendwie noch irgendwas anderes dazu sagt. Aber gut.
Oh, die Spinnennetze. Müssen wir uns hier in unseren Weg durchbahnen, oder was? I'll give you a tip if you beat me. Ich gebe dir einen Tipp. Hier, bitteschön. Eine Karottenspitze. Ich habe nur gesagt, es ist ein Tipp. Eine Spitze. Ich wusste nicht was anderes. Okay, jetzt frage ich mich mit dieser Ramaidon Sarzenefrision. Ist sein Kopf jetzt verkehrt herum? Also sieht er, also seine Augen, seine Nerven, sieht er jetzt alles auf dem Kopf? Oder sind seine Augen normal gestellt und sein Maul ist oben, wo eigentlich sein Gehirn wäre? Aber das würde ja gar nicht Sinn machen, weil dann müsste ja das Gehirn unten sein und dadurch wäre das ja auch wieder umgedreht. Also, wie muss man sich das vorstellen? Und das ist jetzt lieb ausgedrückt, aber es ist ein bisschen auch wie so ein, wie ein biologischer Abfalleimer. Wenn man irgendwie Essensreste hat, komm, hier hast du ein Leckerli. Kann man oben reinwerfen, nicht mal irgend so eine Klappe, die macht, die sich so dreht, hä? Mit Level 66, eine WT für Cthulhu. Jumptomb. Was könnte es sein? Schon wieder was mit Skribuk. Slowpro, Lamus und Skribuk. Oh, das ist ja eine süße Fusion. Das. Oh mein Gott, das ist ein bisschen traurig. Ich erkläre warum. Das ist ein Papunga mit einem Skribuk. Und Papunga ist ja im Grunde wie ein. Es basiert ja auf dem Löwenzahn, ja? Erst hat man den. Erst hat man hier den. Eben die Blume. Dann die Blüte. Also erst die Blüte, dann die Blume. Und dann werden es ja die Samen. Und im Grunde, wenn ein Papunga keine Samen mehr hat, ja? Dann verwelkt es ja, dann stirbt es und dadurch können neue Hopfsprosse wahrscheinlich entstehen. Und jetzt ist aus dem Körper des Papunga ist jetzt dann dieser Geist geworden, dieser Wisp. Und das ist schon. Das ist schön anzusehen, aber auch ein bisschen traurig. Wieder gehirrt. Aber dadurch wahrscheinlich war es ein U-Turn. Okay, es ist wahrscheinlich ein Unlicht. Oder ein Geisterkäfer. Du bist zurückgekehrt, aber hey, ich bin nochmal. Ach so, er kann. Er setzt zwar Kehrtwende ein, aber weil er kein Pokémon mehr hat zum Austauschen, bleibt es. Ei, Shimama! Critical Hit! Das hat aber reingehauen. Wisst ihr was? Dann machen wir mal einmal Dive. Go on the water, Plutsch! Und du, nimm schön Schaden. Jawohl, Dive, Dive up, Baby! Aber leider nicht sehr effektiv. Akrobatics, nein, nicht Cthulhu, nicht den Herrn des Ozeans! Du bleibst leben, damit Cthulhu noch ein paar Erfahrungspunkte kriegt. Du kannst mich mal. Eiscreme Kitty 52. I bugged out. Ist so klitsch. Touch the webs in the correct order to unlock the way. Use your ears. Ah. Use your ears? Hat das was mit, hab ich Beleber? Müsste Beleber haben, oder? Ja. Hat das was mit Klängen zu tun, oder was? Bing, bing, bing. Super Potions, bitte hier damit. So, was ich sagen wollte, ist vielleicht eine Lamus-Kriebuch-Fusion. Ich glaube, das probiere ich mal. Moment. Ich höre nichts. Ach, ich muss die Weißen berühren, damit die Gelben aufgehen, oder was? Bug-Pokémon are cool and tough. I'll prove it to you. Hey, bedeutet sich Kakerlaken, da kannst du ja. Die ganze Dose voll sprühen und die denken sich, ist das alles, was du hast, du Versager? Gib mir mehr, hehe. Der hat einen Stoff aus. Oh, Lucario und Roserade. Ein Pflanzenmagier. Nicht schlecht, Herr Specht. Was Specht wo? Der pickt mir noch die Augen aus, die ich nicht mehr habe. Deshalb habe ich hier Blütenblätter eingesetzt. Ah, das ist nur. Das ist normal effektiv, weil es wahrscheinlich Stahlpflanze ist. Stahlpflanze. Gibt's gar nicht viel. Also ich glaube, die normalen Pokémon, die diese Kombination haben, ist hier dieses Tentatel, dieses Kastanien-Pokémon. Wimsilix. Och nein, dich kenne ich. Puh, von meinem Rivalen. Das ist doch hier diese Elfun Luxra-Fusion, richtig? Nein, ganz was anderes. Stahl aus so ein Elfun. Okay, Toxin. Blablabla. Das heißt zumindest, du bist kein Stahltyp, ansonsten wärst du immun dagegen. Hurricane! Oh je. Hätte ich noch Organe, wären sie jetzt drunter und drüber gespült. Oh. Einmal Lunge anfallen, fress ihm die Wolle vom Kopf. Der hat zu viel. Gast. Hast du gefunden, oder woher kommt der Windhauch? Komm, Lunge. Lass die Vögelchen in Ruhe. Greif das Ziel vor Augen an!
Es steht 5 Meter vor mir. Wie kannst du daneben zielen? Snapped out. So einfach. Bam. Und sehr effektiv. Der Angriff sinkt ins Unermessliche. Bringt aber nichts. Macht aber keinen Unterschied, wenn du eine Spezialattacke einsetzt. Oh, und das Gift hat dich da hingerafft. Du bist in meiner Welt des Todes. You proved how tough you are. Tough like a cookie. They're so cool, but most birds don't like bug Pokemon, but I don't know why. Kribbel Krabbeli. Bling. Nein. Nein. Bling. Ich höre nichts. Moment. Und jetzt rechts. Aha. Und kann ich jetzt hier durch? Ich habe zwar nichts bei dem gehört, aber ja gut. Wenn es klappt, gerne doch. Most Park Pokémon evolve young, so they get stronger and much faster. Interessanterweise. Ja, Käfer-Pokémon entwickeln sich, also die meisten entwickeln sich schnell, aber im wahren Leben brauchen sie ziemlich lange für ihre Metamorphose. Ah! Knackleon und Bisaflor und du ergibst einen riesen Kaktus. Das gefällt mir. Machen wir mal Aqua, aber. Nashry Fatsch. Du bist ein Gift-Pon-Pokémon mit dem riesen Kaktus. Aha, Klingteil. Was könntest du sein? Irgendwas mit Klick-Di-Klack und Teil. Tails Rip? Was könntest du sein? Ach, wow. Das ist ja Cyber-Gewaltro. Cool, das ist... Ah! Da bin ich aber geschockt. Also, was machen wir mit dir? Was machen wir mit dir? Wir zertrümmern dich, kleine Teich, und würde dich als Jigsaw-Pass verkaufen. Im Sky Uppercut. Nebershot? Ach, Spiegelsalbe. Speedboost, okay, ich tue erstmal meinen Pokémon wieder beleben. Achtung, Abstand! Hat keinen Effekt, ja gut. Das ist ein Geist-Pokémon, das ist so oder so hier. Brützel! Speedboost. Gib mir noch mehr Raubboot zum Süffeln! Ich habe Fresh Water, nutze mir ein bisschen Fresh Water für das Wasser-Pokémon. Hallo? Der Kreideschreiter, der hat gerade auch hier meine FPS hier runtergesetzt. Es ist sehr effektiv gegenüber dem Let's Player. Einmal Kreuzscherer, zick, zick. Sollte helfen, weil du zum Teil Pflanze bist. Da werden hier einfach alle Neuronen und Elektronen durchgeschnitten. Und auch hier die Kabel. Controller Level 42, super. 65 für Ice Cream King. Ice Cream, you scream, everybody screams. Nowhere King und Ice Cream Kitty Level 52, yo. Und ich werde immer schneller und wuschiger. Villaraid, also Roserade und Giflor. Ach, ganz große Hände hast du zum Knuddeln. Ich flieg dir die Arme, Schätzchen. Und weg bist du. Danke. Danke, dass du da bist, aber kannst auch wieder gehen. Just evolving isn't enough. Ach, das ist wieder eine Käferfängerin. Ich glaube ja wirklich, dass es in diesem Spiel erst reingekommen und wir haben mehrere Klassen, wo es halt Männer und Frauen gibt, aber bei den Käfersammlern gibt es immer nur Jungs und ich finde, das ist eine schöne Abwechslung. Pokémon become strong after they evolve, really? Natürlich ist das so. Manche Pokémon gefallen mir zwar besser, wenn sie nicht entwickelt sind, aber dann sind sie halt leider nicht so stark. Aber du, zum Beispiel hier Nowhere King, es könnte ein bisschen stärker sein, wenn ich es komplett entwickeln würde, aber es gefällt mir einfach von so besser. Ach du liebes Bisschen, jetzt muss ich die 5 hier bling 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 in der Reihenfolge spielen. Aha, verdammte Kiste, ein kleines Merkspiel. Okay, na, mit dir will ich nicht reden im Netz. Bling bling und jetzt oben und dann unten bling. Und blim, 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 blim. Und dann sind es 8. Hey, der Witzke, okay. Ich besiege dich, damit du mir nicht mehr im Weg stehst. You're the one who stopped the flood? Phew, you're mighty. But my Pokémon is pretty tough too.
Moment, wie habe ich das eigentlich hingekriegt, wenn ich unter Wasser bin oder im Wasser? Und dann habe ich ihm im Rolli hier die Lamus hier über den Boden befördert. Du Mieter und Tentatel. Sieht ein bisschen krank aus, mein Dude. Ja? Oder ist grün einfach deine Farbe? Machen wir mal Drachenklaue, aber wahrscheinlich nicht effektiv, weil du ein Stahltyp bist. Ferrotspars. Dein Name ist so lang, dass F. Das verabschiedet sich schon. Der Wurzler von wegen, ich greife dich weiter an, ich ziehe dir alle Wurzeln raus. Self-destruct. Und alles wird schwarz. Besonders deine Lebensleiste. Bleib Lötschredder jetzt so schwarz oder was? Okay, tauschen wir mal. Wir werden zu. Cthulhu, du darfst nochmal. Okay. Lötschredder, ein bisschen Farbe tut jetzt zwar cool, aber das ist ein bisschen übertrieben, oder? Hä? Warum ist das jetzt hier schwarz? Ah, super. Ist das jetzt hier wieder irgend so ein. Was haben wir? Eine. Oh, Starterfusion. Beast of Lore und Shelterra. Ach, zum Glück. Jetzt haben sie wieder ihre Farben bekommen. Die Explosion, die war ein bisschen so mächtig, die hat hier alle Farm hier verschwinden lassen. Wieso? Ist das nicht sehr effektiv, oder? Ja, weil du wahrscheinlich teils Boden bist. Oder selber Pflanze, deshalb. Gut, was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Stark Shadow, fliege in die Lüfte und dann hast du den Höhenvorteil. Echt, ich behalte Dark Shadow im Team. Mir gefällt es so gut. Es ist ein guter Kämpfer. Damit kann ich einige Typen hier ausgleichen. Starter ist auch klar. No Working. Ich habe mich schon wirklich dran angefreundet. Also, vielleicht später, wenn ich merke, dass ich habe da irgendein Pokémon, was gleichermaßen cool ist. Dark Shadow Level 60. Bakata, mega cool. Also Meganie und Tentoxa. Und das ist nicht nur mega, das ist nicht nur cool, sondern mega cool. Wobei, mega cool müsste es sein. Also eigentlich ein Tentacher? Du wirst deinem Namen gerecht mit einer Sonnenbrille. Yo, yo. Du bist ja wirklich mega cool, mega cool. Lass dich eiskalt abblitzen. Wow, jetzt kannst du in den Süden fliegen und Urlaub machen. Cthulhu 43, 54, 54, 54, 54. Jetzt habe ich schon ein T-Shirt Better Moves. So, jetzt habe ich hier die drei letzten. Jetzt muss ich mir 8 merken. 8 merken, okay. Also ich fange hier an. Unten, rechts, links, oben, unten und dann wette ich, es ist links. Verdammt! Ich dachte links, rechts, Mitte. Schönes Muster. Unten. Was war das im Original? Ich glaube, da in der Original-Arena sind es einfach nur Büsche, die man zersteinen muss, oder? Und jetzt rechts. Ah, verdammte Kiste. Also es fängt mit der Mitte an. Und danach 50-50 Chance, was es dann ist. Und jetzt aber oben, bitte. Bitte, verdammt, ich hatte zuletzt rechts gemacht. Ich muss in der Mitte anfangen. In der Mitte muss ich anfangen, Entschuldigung. Jo. Und. Jo. Warte. Willst du mal weitergehen? Ich hab keine Zeit. Ich komme zu spät. Ich komme zu spät. Oben. Unten. Mitte. Links. Verdammt. Okay, also Mitte, rechts, links. Das ist gut. Das kann ich mir jetzt merken. Autsch. Unten und rechts und links. Viele, viele links wäre nach rechts. Dann nach oben und unten. Mitte. Hatte ich beim letzten Mal links gemacht? Hatte ich nicht rechts gemacht? Habe ich mich getäuscht? Entschuldigung. Unten, rechts, links. Oben, unten. Mitte, rechts. Ah, es war wirklich falsch. Und links und auf geht das böse, böse Spinnenloch. Bitte sag mir nicht, dass ich mir die auch noch merken muss. Pah! So, meine Pokémon sind bereit für den Kampf. Hello, young one. My name is Kurt. I have studied bug Pokémon for my entire life. I will teach you not to underestimate bug type Pokémon. Champion or not, get ready for some schooling.
Das finde ich schon cool, dass jetzt, dass wir den Kurt bekämpfen können. Oh ja. Stimmt, total vergessen. Volles Pokémon-Team und sehr wahrscheinlich hat er irgendein legendäres Pokémon unter seinen Fusionen. Volt Switch? Nein, er tauscht es aus. Mit seinem Elektroball Fuliburba. Torterra. Oh, Doppelfusion. Aber zum Glück habe ich hier meinen Eisattacker eingesetzt. Full Restore. Kann sich dieses Pokémon überhaupt noch bewegen? Das ist ja massiv. Ja, aber halt trotzdem vierfach Eisschwäche. Tut mir leid. Leafoid. Okay, du bist wieder dran. Dann machen wir mal Whitley, weil du bist immun gegenüber Elektrizität. Bist ein fliegender Bodenteufel. Oh, na, leider hat er keine Bodenattacken. Sunny Day. Oh, Sunny Day. Lass das Eis schmerzen im Mund. Okay, du boostest es. Dann machen wir mal Schwertanz. Das boostet auch den Angriff. Leafblade. Wow. Okay, ja, nu. Was machen wir? Bist ja ein Pflanzentyp, daher Kreuzscherer. Zack, zack. Zack, zicke, zacke sind die Ohrenappe. Ah, der Ball sieht aus wie ein Freundesball. Jetzt habe ich das erst wahrscheinlich mit dem Muster. Mit gleich Speedboost, schau ab. Roserade und Suicune. Verstehe ich das richtig? Wie sieht das aus? Wie eine lebendige Rosenwand oder was? Oh, tatsächlich. Sehr majestätisch anzusehen. Machen wir mal fliegen. Über den Wolken und über deinen Kopf. Ach, nicht austauschen. Was soll denn der Quatsch? Whimsitragon? Wow, Elfun und Trikefalo. Der hat kein einziges Käfer-Pokémon, oder? Weil ich gesehen habe, der hat kein einziges Käferbomben. Darkes Lariat. Hoffentlich bist du kein Unlichttyp. Nein, bist du nicht. Bist ein Drachen-Pflanzen-Pokémon. Da kann ich dich damit nochmal angreifen. Use Dragon Pulse. Nein, nicht die Cheerios. Dann mach aus deinem Ring hier Hula Hoops. Ja, und schick sie dir wieder zurück. Aschkümmchen hier Level 55, Cotola Level 44. Es will Bürde lernen. Bürde macht mehr Schaden, wenn der Gegner eine Statusveränderung hat. Wie Vergiftung. Wäre eine Kombination, aber ich habe ja Geister-Pokémon. Da lasse ich das mal. Rosecoon. Wieder. Okay, dann machen wir mal Nova King. Dich kann ich schön vergiften und dann hier mit meinen Kick-Attacken hier. Schön hier von innen auffressen. Okay, oh, nur zwei Level Unterschied. Toxic schnell. Hidden Power. Nein! Ah, natürlich. Ja, du hast wieder dein Lebensraum. Stärkstes Pokémon. Ja, ja. Sunlight faded. Ah, du warst schneller gewesen durch deine Fähigkeit. Scald. Hass. Siedewasser. Mein Gesicht ist schon weg, Geld. Was willst du noch mehr machen? So, es ist vergiftet. Das heißt, du kannst mich mal. Dann machen wir mal wieder Whitley. So, Keulschere. Raus damit. Weg mit den Ranken. Die sind schon, haben schon Überlänge. Oh, verdammt nochmal. Vergessen. Wasser gegen Boden. Sehr effektiv. Aber wenn ich dein... Oh, ich hab dich fast. Achso, stimmt, er hat durch sein... du hast dich selber besiegt. Hätte es jetzt durch Lebensorb nicht KP verloren, hätte sogar noch was ausgehalten. Dort Schredder 68. Machen wir mal Ice Cream Kitty. Egal, was du aussendest, ich kopiere dich und mach es besser. Nur noch zwei übrig. Stinium. Stalos und Megania, okay. Transformieren wir Lebens. Der hat kein einziges Käfer-Pokémon. Schade, schade. Toxic würde nichts bringen, oder? Dann machen wir mal Egelsamen. Und bitte mach du jetzt nicht auch noch Egelsamen, ansonsten ist es nämlich ein endloser Kampf. Wenn du mir was abziehst und ich zieh dir was ab. Nicht sehr effektiv.
Natürlich, weil du selber ein Pflanzentyp bist. Toxic, bringt nichts, hat er selber ausprobiert, weil er ein Stahltyp ist, richtig? Dann tauschen wir wieder aus, es bringt hier überhaupt nichts. Was würde überhaupt was bringen? Dann scheitert mit seiner Unlichtattacke, ja. Oder mit deiner Flugattacke, nee, weil es ein Stahltyp ist. Stahlpflanze ist eine gute Kombination, wirklich. Okay. Elektro kann ich auch vergessen. Pflanzentyp. Gegen Stahl wäre es, glaube ich, neutral. Bam. Und. Toxic geht daneben. Albert, musst du besser zielen lernen. Ja, wow. Kritischer, kritischer Treffer. Wunderbar. Da war es auch noch eins gewesen. Mr. Teil. Also irgendwas mit Pantimos. Und was war Teil gewesen? Ach genau, Septile, Gewaltron. Du siehst aus wie ein Imp. Du siehst aus wie ein Imp aus Hell of a Boss. Wie der Fisaroli. Wäre ein passender Spitzname. Der Tag natürlich, denn ich sehe die Zukunft. Und sie ist freudig hin für mich. Level 67, super. Alchemie, Level 56, Captivate. Das ist die Attacke nochmal. If it is the opposite gender of the user, the target is charmed into harshly slowing its special attack stat. Oh. Aber da es ja gar kein Geschlecht hat, bringt mir das überhaupt nichts. Cthulhu 56 und das war's gewesen. Unbelievable. Anstatt dem A kommt ein I hin. Ja, unbelievable. The Kramer Fault. The Kramer. Very well. You can have the Hive Badge. You have proved your worth. Here's the Hive Badge. Der Hive ist ja der Schwarm, der Schwarmorden. You can also have this TM. It's an old favorite of mine. Quiver Dance. Ooh. 3-1 Premium Wonder Rates. Yo. Now excuse me, but I must leave. Come pay me a visit in my house if you fancy a chat. Der hat aber richtig eilig hier. Wisst ihr was? Das werden wir jetzt auch noch machen. Bevor ich jetzt ein paar Bände benutze, da habe ich ja noch. So, vielleicht kriege ich ja noch mal ein Bild. Wer bist du denn, alte Dame? Stehe ich denn am Pokémon-Zelle? Was verkaufst du denn hier, leckere Kekse? Oh, hello, Jovo. You fought remarkably well in our gym battle. You truly deserve this city's badge. This is my home, as you can see. I like to make Pokeballs as a hobby. I carve them out of small fruits called apricorns that grow in the Johto region. I hope to focus entirely on my craft when I retire from being a gym leader. Here, I give you a sample of the balls I make. You can purchase some more whenever, of course. Scorch Ball? Das ist neu. Spark Ball? Oh, ist das jetzt für spezielle Typen? Toxic Ball? Mhm. Frost Ball? Oder schützt, oder tut es irgendwie Statusveränderungen aufheben? Oh, hello, Trouble, you from Mastery. Well, ba ba ba, so this is a home. Wenn der sich zurückzieht, wahrscheinlich ja, wenn sein Neffe sich auf den Toxic Ball, da haben wir es. A somewhat different Pokeball that poisons a wild Was? A somewhat different Pokeball that freezes a wild Pokémon? Burns and... Hä? Okay, jetzt verratet mir mal. Was für einen Sinn hat es, wenn ich ein wildes, wenn ich einem wilden Pokémon, wenn ich es fange? Ne. Oh. Moment. Einen Schritt zurück. Bremse. Vielleicht funktioniert es folgendermaßen. Zwar würde es auch diese Statusveränderung geben, wenn das Pokémon gefangen wird. Ja, danach kann ich es heilen. Aber was ist, wenn ich es einmal einsetze? Das Pokémon bricht aus. Aber die Verbrennung, dieses Einfrieren, Vergiften, Paralysieren, ist trotzdem aktiv, weil ja das Pokémon im Ball drin war. Wenn das der Fall ist, das wäre praktisch. Wenn man sozusagen nicht durch eine Attacke, sondern durch den Pokéball die Statuswendungen verursachen könnte. Grandpa Kurt ist der Gymleader hier. He is probably stronger than you. Okay, lassen wir sie mal in den Glauben. Kurt has been Azaleas Town Gymleader for many years. He's about ready to finally retire and let some young blood take over the gym soon. Ah, okay, also das ist dann kein nicht sein Neffe, sondern einfach nur einer, sondern irgendwas anderes. Okay, kann ich mit dir reden? Wie komme ich an die alte Dame dran? Nicht falsch verstehen, ich meine,
Die steht da rum. Und, also, Moment, da oben geht's weiter. Wer sind Sie denn? In the forest. A rare ghost Pokémon from another region. Paragoni? Die reden doch von Paragoni. Das ist ja aus der Kalosvers Region. Kann ich das jetzt doch finden, weil ich jetzt die Info habe? Oh. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde da noch mal kurz gucken. Weil ich würde ja jetzt in Richtung Viola City gehen. Aber ich möchte schauen, ob ich dieses Event vielleicht sogar noch hinkriege. So. Und was ich jetzt auch noch machen werde, ist, ich habe mein Kribok. Ich werde jetzt Riddler ablegen. Du hast dich gut bewiesen. Aber es wird Zeit für ein neues Pokémon. Und dann haben wir hier Beanbag. Oh, stimmt ja. Ich habe auch noch hier das Pokémon. Ich glaube, Ice Cream Kitty, das lege ich jetzt auch ab. Aber das Item nehme ich mir wieder. Aber dich lasse ich. Dich mag ich. So, Moment. Dich nicht. Halt, stopp. Falsche Taste. So. Ach! Also doch, ein Drassler-Ei. Ich könnte eine Gardevoir oder eine Galagladi-Fusion machen. Und da habe ich ja einige schöne gesehen. Wobei, es hängt davon ab, ob es ein Männchen ist oder ein Weibchen. Gut, wo habe ich diesen Inkubator? Super Inkubator. Use it wisely. Das mache ich. Incubating. Your egg is ready to hatch. Use the last Super Incubator. Hä? Hä? So schnell? Da wurden Hitzewellen reingesendet. Und es ist ein reines Trassler. Was hältst du denn da in der Hand? Naschst du gerade eine Beere? Would you like to nickname the newly Pokémon? Erstmal nicht. Data was added. Und ich darf mir den Spider suchen, oder? Oh, da sieht man ein bisschen die Augen. Das ist das Normale. Oh, da sieht man das Grinsen. Was ist das denn für eine Pose? Paint me like one of your French girls. Mit dem kleinen schwarzen Loch. Ich muss sagen, das hier gefällt mir. Mit dem kleinen Grinsen. Das gefällt mir. Wells, the feeling Pokémon. Wells has the power to sense the emotions of people and Pokémon with the horns on its head. It takes cover with sense any hostility. Es kann also die Gefühle anderer erkennen. Und wenn es Angriffsfeindlichkeit spielt, also Hostility, also wenn jemand angriffslustig ist, dann versteckt er sich. Psychic Fairy. Und was ist es für ein Geschlecht? Ein Weibchen. Okay, dann würde ich es zu einem Gardevoir werden. Lass mal, Galagladi würde ja gar nicht gehen. Geht ja nur bei Männchen. Aber was ich machen kann. Moment. Oh, ich könnte es auch durch King's Rock, könnte ich Beanbag zu einem Lashoking werden lassen. Lashoking und Kribok. Das wäre eine Kombination. Wisst ihr was, das mache ich. What? Beanbag is evolving. Und es ist der König der Beanbags. In seinem Hut, was hat er versteckt? Eine Packung Kartoffelchips. Und eine Soda. Und da hat er hier noch diesen Krümelschutz um seinen Hals. Es passt alles zusammen. Okay, dich nehme ich. Heyo. Slowking the role Pokémon. It undertakes research every day to solve the mysteries of the world. However, it apparently forgets everything if the shell on its head comes off. Also es versucht, die Rätsel der Welt zu entschlüsseln, aber sobald das Muschas, das auf seinem Kopf ist ein Muschas, seinen Kopf verlässt, vergisst es alles. Hier ist Elias King Rock. Oh mein Gott, ich könnte das Trasslein zu einem Männchen werden lassen und könnte es dann durch den, ich habe einen Funkelstein, zu einem Galagladi werden lassen. Aber wisst ihr was? Ich hatte bei meinem letzten, bei dem Inclement Emerald Durchlauf, hatte ich einen Galagladi gehabt. Daher würde ich, glaube ich, diesmal was mit Gardevoir machen. Ja, Gardevoir ist ein schönes Pokémon. Und daher würde ich, und ich habe da einige Pokémon gesehen, also, aber da würde ich auch schauen, dass ich eine Personal-Fusion hinkriege. So, Lashoking. Setzen wir dich rein und dann wird, doch, es wird fusioniert. Und zwar Kribok mit Lashoking.
Moment. Moment. Mew Fuse. Jetzt. Super Splicer. Machen wir den A-Splicer. Fuse. Okay, jetzt schauen wir mal. Was könnte daraus werden? Oh mein Gott, das ist Dark Psychic. Water Ghost, also das wäre der Körper von Kribuk und wahrscheinlich das Gesicht von Lashoking. Aber das hier, der Typ ist gut. Unlicht Psycho. Ja, es hat zwar eine Doppelschwäche gegenüber Käfer, aber da habe ich ja Sachen, die das ausgleichen können. Aber auch der Körper von Lashoking und der Kopf von Kribuk. Und der Sprite sieht ja schon mal cool aus. Okay, das will ich sehen. Für so 2 Pokémon AX. Und? Oh ja, oh ja, das gefällt mir richtig gut. Oh ja, das besonders die leeren Augen, Spirit King, cooler Name. Und das hier halt dann der Mund und oben die Augen, das ist dann halt außenrum leere Schädeldecke. Wow. Gibt es besondere Sprites? Nein. Spirit King, the world forbidden Pokémon in Undertext, research every day to solve the mystery of the world. It is bound to a fusion and old conceit. Und es passt sogar schön zusammen. Gut, was machen? Prevents it from becoming infuriated. Es kann, würde nicht vernarrt werden. Oder pressure. The Pokémon raises the first PP usage. Ich glaube, das mache ich. Special defense. Oh. Attack up, special attack down. Speed up, special defense down. Ich glaube, an sich ist es kein schnelles Pokémon, daher. Aber es könnte einen guten Spezialangriff haben. Angriff vielleicht. Ich glaube, ich mache Angriff hoch. Combine them, please. Feint Attack. Machen wir das anstatt? Ja, Headbutt. Er hat ja auch seinen Kopfnuss. Das ist wie Kopfnuss, nur mit Psychofähigkeiten. Hypnose. Hier so ein blaues Hypnotic Suggestion. Slack off. Machen wir das? Ja. Dream Eater. Brauche ich nicht wieder die gleiche Kombination. Omnius Wind. Oh, das ist eigentlich. Das glaube ich sogar besser als Hypnose. So, ab ins Team mit dir, mein Freund. Und ich glaube, ich habe schon einen passenden Namen. So, erstmal die Werte angeschaut. Oh, ja, ich hatte recht. Seine Initiative ist sehr gering. Ich glaube, weil Kribuk und Lashoking beide sehr wenig Initiative haben. Aber der Angriff und die Verteidigung ist recht gut. Pressure, ja. Es kann viel aushalten. Der Gegner setzt seine ganzen Attacken ein. Und es hat ja nicht diese. Und wegen der Bezeichnung von Lashoking, es vergisst Sachen. Oder auch ist es ein verbotenes Pokémon, es ist in der Vergangenheit. Wie wäre es mit dem Spitznamen Oblivion? Das hat was, finde ich. Oblivion. Ach, es ist Männchen. Also das mit Vernarrtheit hätte funktioniert. Oblivion. Die Vergessenheit geht into Oblivion. Gut. Und jetzt schaue ich mal kurz nochmal nach, bevor ich den Port beende, ob da jetzt wirklich was passiert jetzt mit dem Paragoni, mit dieser Paragoni-Version. Aber vorher ja einen Schutz genutzt. Wo sind die Schütze? Wo habe ich sie? Die sind weiter oben. Da haben wir sie. Weil vielleicht war das der Hinweis, den ich brauchte, damit was passiert. Das ist der fliegende Baumstumpf. Ziemlich nahe. Und, Biggity-Buggity. Passiert nichts. Elix Forest Shrine. It's one of the first Protector. Ja, wegen Celebi. Ansonsten passiert hier nichts. Schade. Ja, wahrscheinlich, weil ich halt wirklich einen anderen Modus spiele, wo man jetzt Paragoni nicht treffen kann. Vielleicht ändern sie das nochmal. Weil so oder so hätte ich gerne ein Paragoni in meinem Team. Aber Oblivion sieht auch sehr cool aus. Und ja, meine Damen und Herren, lange Folge heute. Heute haben wir aber auch einiges gemeistert. Neue Pokémon, neue Arena-Ohren, neue Fähigkeiten und nächstes Mal wird es weitergehen in Richtung Viola City. Und wenn Ihnen diese Ausgabe von Pokémon Infinite Fusion gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Bis dahin sage ich hier dran und ich Jovo. I love and entertain you. Tschüss and goodbye.